Liebe Freunde, wie ergeht es euch heute an diesem wunderbaren Tag? Ich bin natürlich euer I Only Love All Asian Ladies Love Giant. Yeah, und willkommen zurück zu Papers, Please. Und zuallererst zu Beginn wollen wir mal eine kleine Schweigesekunde einrichten. Natürlich nicht für die ganzen kollegischen Verbrecher, die versucht haben, hier irgendwelche Schmugglerware oder Allahu Akbar-Kollegen in unser Land einzuschmuggeln. Hier in Astotzka. Nein, das natürlich nicht, sondern für meine Headphones, die mittlerweile auf jeden Fall den Geist aufgegeben haben. Gerade eben, also ihr wisst ja vielleicht, das hier ist Standard, aber es hat noch funktioniert. Aber mittlerweile, ihr seht es hier, ist es leider nicht mehr funktionstüchtig, aber ich habe mir direkt auf Amazon natürlich ein neues Paar bestellt. Genau dieselben, ich kann euch übrigens mal sagen, Philips, nicht gesponsert übrigens, aber wäre cool. Philips SHP 2000 sind einfach die geilsten Kopfhörer ever, die kann man 10 Stunden, 20 Stunden am Stück tragen, weil normalerweise, ich habe vorher so Headphones gehabt, die hatten so dieses, ja hier außenrum praktisch, hier diese komische Verkleidung und da war es eben so, dass das so richtig wie so eine Saugglocke irgendwie fungiert hat und wenn man das eben abgesetzt hat, war das Ohr komplett feucht. That's what she said. Und bei denen ist das nicht der Fall, weil eben hier diese Ummantelung einfach ganz anders ist und es ist sehr angenehm zu tragen. Der Bass kommt ordentlich durch, wenn man eben gute Musik hört. Hashtag J-Rap for life. Und ja, das war nur nebenbei. Ansonsten würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit Papers, Please. Wir haben aufgehört bei Tag 17 und ich habe mal nachgeschaut. Insgesamt gibt es 31 Tage, glaube ich, wenn man das Game durchspielt im Story-Mode. Und schauen wir mal, ob wir in dem Fall auch so weit kommen. Momentan haben wir den 20.02. Nee, das ist, als ich es aufgenommen habe. Never mind. Müsste zumindest, glaube ich, ne? Würde Sinn machen. Ja, sieht ganz danach aus. Genau, den 20.02. Wir werden schauen, welchen Tag wir letzten Endes in-game haben. Ich hoffe mal. Oh hier, Tag 17. Vorfall in Greston zeigt Rie. Alles klar, so wir haben 25 Credits. 4 Waffen, habe ich schon gelesen. 4 Familienmitglied, in Klammern R. Er hat auf jeden Fall, naja, never mind. 2 Medaillen und Wohnung haben wir C8, die werden wir auch natürlich nicht upgraden. Nur weil man es kann, heißt es ja nicht, dass man muss. So, den 9. Dezember 1982 haben wir. Vorfall in Greston zeigt Risiken auf, weitere Sicherheitslecks befürchtet. Antägrischer Verräter von Vereinigter Föderation abgewiesen. Mal schauen, ob es in dem Fall dann wieder ein paar neue Mechanics in dem Fall gibt. Hier haben wir schon mal den Green Man. Schauen wir mal, der wird wahrscheinlich, genau, direkt zu uns kommen. Also, she said, weg mit dem Mist. Was los? Hallo? Ja? Ich habe gehört, du kommst aus Nirsk. Ich bin da aufgewachsen, war aber seit Jahren nicht mehr dort. Ist immer noch, der Arsch der Welt hat sich nichts geändert. Na klar, habe ich vergessen. Nicht vergessen. Ich bin Sergio, wie schön, dich kennenzulernen. Ah, ich werde mein Bestes tun, um auf dich aufzupassen. Ah, das ist... Hm, Hallöchen, wir haben auch nette Leute hier anscheinend. Okay, alles klar. Schusswaffengebrauch bei Alarm. Ja, das wissen wir ja. Den Schlüssel auf Schloss haben wir erst letztes Mal wunderbar hinbekommen. Wählen Sie Waffe, ziehen Sie und schießen Sie. Achso, ja, okay, wir haben ja auch gesehen, wir haben... Ah, ja, genau. Wenn wir die Schusswaffe gebrauchen, ich habe jetzt zuerst auf die Munition geklickt, aber das brauchen wir anscheinend nicht. Wir müssen nur Schlüssel ins Schloss rein, Waffe nehmen und dann können wir direkt schießen und diese Nägel, die anscheinend Bullets sein sollen, oder diese Dartpfeile, die ja für die, die ja dafür sind, um die ins Land der Träume zu schicken, das wird eben nur angezeigt, wie viel wir eben davon haben. In dem Fall hatten wir 3 Schuss, glaube ich, gehabt. So, haben wir die Leute lang genug warten lassen, dann würde ich sagen, was machen wir denn am besten zuerst mal? Machen wir die Karte. Okay. Und los geht's. Erster. Wie in der Comment Section von YouTube. So, dann gucken wir mal. Der Zweck ist unbegrenzt, also Einwanderung. Gut. Alles klar. So, das Bild passt. Keine Kriminelle. Sie ist weiblich. 47 Kilo, passt. E4 TWG, E4 TWG, QG X73, genau. Das ist 19.11. Das ist abgelaufen, wenn ich das hier richtig sehe. Oder auch nicht? Was? Achso, 83, never mind, okay. 29.12. Das passt. Sehr kurze Haare, passt ebenfalls. Okay, habe ich irgendwas übersehen? Genau, Vereinigte Föderation, schauen wir mal nach. Vereinigte Föderation.
Great Rapid, das ist korrekt. Sieht doch alles eigentlich ganz gut aus, ne? Irgendwas stimmt aber bestimmt nicht. Ich habe den Namen vergessen abzugleichen. Scheiße. Hoffen wir mal, dass das passt. Ja. Oh, Essig. Schauen wir mal, ob ich es... Essig greift keine Grenzübergänge an. Das waren unbekannte Extremisten. Der Orden will korrupte Machtzentren schwächen, nicht Unschuldige verletzen. Ein Essig-Agent trifft heute ein, um die Extremisten zu entlarven. Alles klar. Gut, schön. Heute. Okay, eigentlich schon mal sowas, irgendwas Kryptisches hier. Was ist das? Hä? Ich verstehe es nicht. Egal. Okay, 30 Tage. Schauen wir mal, ob das stimmt. Ein Monat, Besuch, jawohl. Bist du einer von denen? Es kann gut sein, dass das hier ist. Nee, ist nicht wahr. Kollegin. Zack. Direkt mal untersuchen. 60 Kilo, stimmt das? Das stimmt. Kommt aus Groß Graus. Das ist falsch. Groß Graus kenne ich. Keine Ahnung, wovon sie da reden. Arrest. Direkt wieder ein bisschen Kohle für uns. Perfekt. Groß Graus war, glaube ich, irgendwo anders. Aber definitiv nicht im Kollegien, wie wir hier sehen. So, der Zweck ist Besuch, jawohl. Dauer ist ein paar Wochen. Ist das korrekt hier? Ein Monat, paar Wochen? Okay, gut. Alles klar, das bist auf jeden Fall du. Schauen wir mal kurz nach, nur um mal so sicher zu gehen. Er ist männlich, das ist korrekt. Thomas Gorski, jawohl. W7R4M, W7R4M, 9UJV3, passt ebenfalls. 84 Kilo, da stimmt was nicht. Der schmuggelt wieder irgendwas. Ist er aus... Ne, er ist Republican. Okay. Aber nehmen wir schon mal zur Sicherheit. Moment, Republican aus Bostan. Republican, Bostan, passt. Wo hast du die Waffen versteckt? Da, ja, das ist definitiv eine Waffe, so. Zack. So, es war ein Fehler, dass sie hergekommen sind. Ist das denn so offensichtlich? Japp. So offensichtlich, mein Lieber. Schmuggelt hier eine Machete anscheinend einfach in den Grenzposten und denkt, das fällt nicht auf, oder was? Nächster. Weg da mit dem, mein Gott. So, Essig lege ich aus, mal übrigens hier hinten hin. Ah, ein Diplomat, okay. Diplomat. Ach, dammit. Ja, was? Achso, ja. Wo bist du her? Oberstan. Oberstan, Siegel. Ja, definitiv. Aber hier sehe ich übrigens auch was. Sie hätten nicht herkommen sollen. Ich mag ihren Ton nicht. Ich mag dein Gesicht nicht. Oder der Fakt, dass du anscheinend hier ein kleiner Großkrimineller bist. Hm? Genau. Nächster. Ja, wir schlagen uns ganz gut. Bisher noch keine Fehler gemacht, aber jetzt habe ich es wahrscheinlich gejinxt. Ach, Presseausweis. Über die Dauer des Aufenthalts so lange wie nötig. Ja, trotzdem brauche ich... Whips. Lügenpresse hier. Trotzdem brauche ich das hier. Ich bin Journalist. Ja, das reicht mir allerdings nicht, mein Lieber. Weg. Weg da. Skandal. Warum weisen Sie mich ab? Ihr Presseausweis ist für die anderen also nicht von Bedeutung. Sie verletzen mein Grundrecht. Ihre Gruppen machen oder nicht bieten lassen. Darüber werden Sie schon noch was zu hören und lesen zu bekommen. Okay. Ja, wenn du nicht die richtigen Papiere hast, dann werde ich da, glaube ich, keine Probleme mit haben, mein Lieber. So. Alles klar. Du kommst zu Besuch. Das ist korrekt. Und er bleibt 14 Tage. Das ist ebenfalls korrekt. Sieht ein bisschen gefährlich aus hier. Keine Übereinstimmung. Alles klar. Passt das Bild? Das passt. Kay kommt aus Obristan, aus Londas. Londas ist korrekt. Sang anders. Sing Song Sang. 81 Kilo. Passt ebenfalls. Größe. Schauen wir mal kurz nach. Ist übereinstimmend. B070. Da stimmt was nicht. Schauen wir mal. Da stehen zwei verschiedene Ziffern, ein paar mehr. Und der Nächste. Der Nächste, mein Lieber. Der Nächste. Ah, der Nächste. Einmal kann gar nicht garantiert werden. Ja, da fehlt direkt was. Und zwar fehlt mir auch in dem Fall, wie lange und so weiter. Ja, nicht Pass, sondern... Ja.
Das hier. Dann zeig mal her, Ausweis. Ich bin weg, bevor die Dinger eingeführt wurden. Ja, das ist dein Problem. Und tschüss. Wenn es so leicht wäre wie noch zu Beginn des Games. Aber wie gesagt, momentan machen wir das ja, glaube ich, ganz okay. So, Zweck der Einreise ist Besuch. Jawohl. Und die Dauer ist 2 Wochen. Jawohl. VRWG7. Oh, Moment. 2FKX, 2FKXH, genau. Kommt aus Kollegien. Da gucken wir doch mal direkt nach, ob das Gewicht übrigens auch stimmt. Aus Jurko-Stadt, genau. Gewicht ist 60 Kilo, passt. 172 Zentimeter, gucken wir mal kurz nach. Jawohl, Name ist Emily Greidanus. Greidanus, jawohl. Bis zum 11. da stimmt was nicht. Das ist nämlich abgelaufen. Muss ein Irrtum sein. Ich habe das erst verlängern lassen. Ja, das hast du definitiv nicht verlängern lassen, meine Liebe. So. Schauen wir, ob der nächste vielleicht durchkommt. Oder die nächste. Das nächste. Whatever. Zweck ist schon wieder Besuch. Und die Dauer ist 90 Tage sind 3 Monate, das ist korrekt. So. Ist weiblich, kann sein. L11NE, XRGQE, jawohl. Stimmt nicht. Ich dachte, den hatten wir heute schon gesehen. Virpi Martin. Okay. Übergewicht, ja, 80 Kilo, 175 Zentimeter, kommt hin, auf jeden Fall. Bis 84 gültig, okay, kommt aus Impor. Ist important, da nachzuschauen, denn diese ausstellende Gemeinde gibt es nicht. Davon weiß ich nichts, ich weiß auch nicht... Ah, Moment, genau, ja. Den Pass kannst du trotzdem haben. Ich vergesse es jedes Mal. Okay. Trotzdem weiß ich nach wie vor nicht übrigens, wir haben nur das bekommen. Das müsste ja mit irgendwas deckend sein, aber naja. In 2 Tagen Geburtstag. Schnelles Prüfen bei Doppelklick brauchen wir nicht unbedingt. So, die Heizung machen wir raus. Sind nur hungrig, das heißt, wir brauchen nur die Nahrung. Passt. Okay. Impor protestiert gegen Handelsbeschränkungen. Da haben wir ja schon direkt den Artikel. Moment, das ist die Wahrheit von Achso, ja, okay, Impor. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist die Wahrheit von Astotzka und er ist ja nicht reingekommen in Astotzka, aber ist klar, der macht seine Propaganda ja andersweitig. Ich meine, er gibt... Die Regeln sind für alle klar, außer in dem Fall für Diplomaten. Pass, also für Ausländer, Pass, Einreisegenehmigung und dann dieser Extrawisch noch, ne? Also ob man zu Besuch ist, das ist ja die Einreisegenehmigung und dann noch der dritte, wo halt noch so ein paar extra Informationen praktisch draufstehen. Für jeden gilt es, außer für Diplomaten und er kommt mit seinem fucking Journalistenpass an. Und beschwert sich dann. Erhebt Astotzka unfaire Steuern auf emporische Güter. Astotzka ist ein Vorgang. Okay, das ist internationale Medien enthüllen einseitige Visa-Vergabe. Oh ja, da ist jemand auf jeden Fall bitchig. Ist unser Kumpel wieder da? Der hat ja eine eigene Farbe gehabt. Ah ja, da ist er. The Man in Green. Astotzka, Ministerium für Grenzschutz und offizielle Depesche, Inspektor, die Kritik der Weltpresse hat Folgen für die Grenzkontrollen. Alle abgelehnten Einreisegesuche müssen mit einem Stempel mit dem Grund der Ablehnung versehen werden. Ein neues Stempelkissensystem wurde installiert. Ermitteln Sie Diskrepanzen im Verhör, um den Stempel Grund der Ablehnung vorzubereiten. Der Stempel Grund der Ablehnung wird beim ersten Verhör aktiviert, wenn Sie die Einreise verweigern. Stempeln Sie abgelehnt und Grund der Ablehnung in den Pass. Sollte ein Einreisewilliger die Diskrepanzen hinreichend erklären können, ist eine Genehmigung autorisiert, auch wenn der Stempel Grund der Ablehnung verfügbar bleibt. Ah, okay. Alles klar. Lass mal sehen. Und wo ist jetzt der extra Dingsbums? Naja, werden wir schon finden. Die beiden kommen übrigens irgendwie... generell kommen ja alle drei bekannt vor. Ich glaube, die haben wir alle drei schon mal durchgelassen. Vielleicht wollen sie es nochmal versuchen. Naja. Okay. Ausweisanhang. Das war das Wort, was ich übrigens gesucht habe. Naja. Okay. Dann wollen wir mal hier, nicht wahr? Achso, ja, der wird ja aktiviert, wenn wir das dann haben. Ja, logisch. So. Werden wir jetzt vielleicht direkt zu sehen bekommen. So.
Du brauchst übrigens, das sehe ich nämlich direkt, einen... Nee, Moment, du bist Astotska. Never mind. Alles gut. Okay, ja, da stimmt auf jeden Fall was nicht. Ihr Bild ist anders. Hab mich operieren lassen. Mal Fingerabdruck. Zack. Okay. Gucken wir mal. Diskrepanz. Verhören. Fingerabdruck kann man nicht verifizieren. Ah, was? Ja, doch. Ja, mach mal Arrest, komm. Warum erst abstempeln? Ja, generell, genau. Wenn, wir können die sowieso alle arrestieren. Wir müssen sie ja nicht wieder gehen lassen einfach. Weil dann versuchen sie es vielleicht eventuell später nochmal. So weit kommt's noch. Okay, ist keiner von den Gesuchten. Zweck. Hier fehlt was. Fehlt was. Und zwar der Aushang. Gib mir mal einen Aushang. Okay, jetzt müssen wir das, glaube ich, machen. Genau. Zack. Grund. Bam. Steht das mit dabei? Nee. Gut. Und tschüss. Abgelehnt. Mit welcher Begründung? Steht da. Ja. Achso. Okay. Kooperieren leckt mich trotzdem. Das ist ein Angebot. Ja. Naja. Okay. Oh, Elvis haben wir auch hier. Nur zu Besuch. Jawohl. 2 Monate ist ebenfalls korrekt. Okay, Kollegien aus West Greston. Kollegien West Greston passt. Alles klar. Buschige Koteletten ist ebenfalls korrekt. 9VE85 K7JWH, K7JWH, jawohl. Gültig bis 84, 19.12.82 passt ebenfalls. Soma Androck, yes. Ups, aus Versehen aus dem Game rausgeklickt. Schauen wir mal kurz nach dem Stempel. Das hier. Komm. Ja, yep, das passt ebenfalls. Sieht ganz gut aus. 93 Kilo passt. 165. Da fehlt. Da stimmt was nicht. Genau. Scheint mir nicht zu stimmen. Sind nur natürliche Schwankungen. Gucken wir mal rein. Ich glaube ihm allerdings. Und mal gucken, ob es eventuell bereue. Ja, yep, ich bereue es definitiv. Weil der Kollege wäre reingekommen. Ansonsten geht's unter Arrest, mein Lieber. Also okay, ich glaube, die Ausländer dürfen wir dann festnehmen und die aus Astotska oder aus Astotska kommen und wieder einreisen wollen, die können wir dann eben abstempeln als nicht gestattet und dann brauchen wir den Grund. So, Zweck ist Besuch. Jawohl, alles nur zu Besuch, mein Gott. 2 Monate, genau. Ist weiblich, ist keiner von den Gesuchten, wobei das hier fast gleich aussieht, könnten eventuell Geschwister sein. 6 bis 84 gültig, bis zum 21.12.82 passt ebenfalls. KR2NJ. K488E, jawohl. Victoria, Kravets, jawohl. Stempel müsste passen, aber ich gucke am besten gleich nochmal nach. Die kommt aus Obristan, aus Launders. Ist ebenfalls korrekt. Gucken wir mal rein. Jawohl, der Stempel passt ebenfalls. 54 Kilo, 171 Zentimeter, yes. Okay, und ist weiblich. Ja, dann würde ich sagen, gültig bis zum 18.12., ja. Genau, dann kommst du auf jeden Fall schon mal rein ins Land. Greatest country in the land. Mach mir ja keinen Ärger. Nächster. So. Ja, da fehlt übrigens was. Und zwar brauchst du eine Einreisegenehmigung. Paar Wochen. Gucken wir mal nach. Da. Russisch für ja. Okay. Wie lange hat sie gesagt? Ein paar Wochen zählt das, ich glaube schon. Ja, okay. Gut, das Bild passt auf jeden Fall. Wobei sie hier ein bisschen netter aussieht. Tsunkado aus Impor. Tsunkado aus Impor. Tsunkado, meine ich ja genau. Das heißt, das passt. Der Stempel hier passt ebenfalls. 65 Kilo, 184 Zentimeter, jawohl. Weiblich bis 83 gültig, das passt. 13.12. passt. 83 passt ebenfalls. E8CVA, LJSHJ, Mia, Ahonen. Ja, dann würde ich sagen, was haben wir hier? Kindlange braune Haare, ja, kann man durchgehen lassen. Genehmigt, den Grund brauchen wir dafür zum Glück nicht. Und rein da mit dir. Mach mir ja keinen Ärger, greatest country in the land. Nächster. Boah, kein Fehler jetzt gerade. Let's keep it up, yo. Keiner von den Gesuchten. Er will einwandern. Genau, unbegrenzt. Genau wie sie. Vor vielen Jahren damals in der VF. Die meisten Leute abgewiesen.
Ja, ich brauche den Grund übrigens noch, ne? Also, ja, wie lange? Okay, ist unbegrenzt. Ja, doch, macht Sinn, wenn er einwandert, ja. So, Föderation. Bam. Haben wir hier. Kommt aus Shingleton oder die zuständige Stelle war Shingleton. Ist korrekt. Gibt es 72 Kilo? Jawohl. 173 Zentimeter. Okay. Dann haben wir hier Pavel. Pavel Isakovic. Isakovic. Jawohl. Ist männlich. Passt. 83. 20.12.82. 26.12.82. R0WHU. R0WHU. 0FLRC. Ja. Okay. Glatze. Passt das? Ich glaube schon. Ja. Okay. Willkommen in. Halt, Moment. Moment, Moment, Moment. Bei dem Siegel bin ich mir jetzt gerade unsicher. Ne, passt, okay. Okay, mein Lieber, dann willkommen in Astotska, greatest country in the land. Ist auch ein bisschen gesprächig. Was auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Wobei ich mich nie darauf konzentrieren kann dann. Ah, der sieht fast aus wie ein Kleinkrimineller, ne? Den Transitverkehr, jap. 2 Wochen, jawohl. Okay. Antagrian aus Galorian, jawohl. 11.8.84 passt, ist aktuell. 15.12. ist aktuell. 1.1.83 ist aktuell. 4EC5P, 4EC5P, 0G3AW, jawohl. Passt. Schnurrbart passt hier ebenfalls. Janis. Janis Hector, jawohl. 172 Zentimeter, ja. 86 Kilo passt ebenfalls. Bild passt auch. Okay, dann würde ich sagen, willkommen in Astotzka. Wir lassen irgendwie ziemlich viele Leute durch. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes. Aber momentan ist es, glaube ich, ganz okay. Ja, das war ebenfalls richtig gut. Oh, Arbeitsausweis diesmal, okay. Ein Jahr, okay. Gucken wir mal kurz. Okay, hätte sein können. Okay. Go, 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 go. Und. Shit. Okay. Bye, bye, Baby. Alles klar. 2 Schüsse verfehlt. Hat morgen Geburtstag. Er wünscht sich teure Buntstifte. Eine Wohnung der Klasse 7 ist frei. Miete 30, Heizung 10. Schnelles Prüfen per Doppelklick. Ne. Okay, Geschenk für ihren Sohn machen wir auf jeden Fall. Kabine verbessern brauchen wir eigentlich nicht. Okay, wir nehmen die Nahrung raus. Brauchen dann nur die Heizung, weil momentan alle frieren. Okay. You're as cold as ice.